Läuft. Und keiner säuft. Und da bin ich mal im Land von Kanschlapp mit Alkohol und Psychopharmaka jetzt nicht so sicher. Und bei dem Auftritt, den man da gerade gesehen hat, auch nicht. Aber wir steigen einfach ein ohne Begrüßung, das ist unhöflich. Also, hallo allen Sehern von KryptoTV, hallo dem korrupten und vertrottelten Österreich. Wir haben heute den 14. Februar 2023. Es ist ein Dienstag und zugleich ein Valentinstag. Nachdem der Roman und ich Single sind, haben wir keine Blümchen gekauft, sondern widmen uns unserer einzigen Liebe, nämlich der Freiheit und der Wahrheit. Und deswegen sitzen wir hier gerade einmal mehr vor Romans PC-Anlage und haben uns, weil man das leider Gottes auch tun muss in diesem korrupten und vertrottelten Land, ein bisschen den Kommentaren unter Romans Videos gewidmet. Da gibt es ein paar recht originelle Aktivisten, zum Beispiel einen gewissen John, der extra am 23. oder 21. Jänner dieses Jahres einen Kanal gegründet hat, um da eventuell auf Romans oder andere Videos einzugehen. Ja, wie gesagt, der ist recht originell. Der hat gute Kontakte zu holländischen Plattenfirmen. Wir reden da von Betonplatten. Und ist auch sonst ein recht lustiges Kerlchen an dieser Stelle. John, danke fürs Schauen unserer Videos. Auch du gibst einen Klick und trägst damit dazu bei. Vielen Dank. Zum Valentinstag, ein Herzchen. Ja, vielleicht sollten wir dem lieben John an dieser Stelle noch unser Projekt von 1, weil wir erklärt haben, dass wir ja eigentlich Single sind, nahelegen. Du hast da mal so ein Partnerschaftsvideo gemacht. Vielleicht solltest du das an dieser Stelle da verlinken, damit John das auch noch kommentieren oder sehen kann. Ich bin mir sicher, da kommen wieder richtige Ergüsse zusammen und ich freue mich schon drauf. Könnte ja auch eine Johanna sein, oder? Na, ich finde ja generell, wenn ein John, also so der imperialistische, amerikanische oder englische John bei uns in Österreich unterwegs ist, ja. Wie gesagt, alles gut, braucht die Welt, finde ich gut, dass Leute die Videos sehen. Ich finde es gut, wenn sie kommentieren. Ich finde es auch gut, wenn sie Blödsinn drunter schreiben, dann kann man nämlich dem korrupten und vor allem vertrottelten Österreich aufgrund dieser vorbildhaften Aussagen auch gleich den Spiegel vor die Nase halten und zeigen, dass wir eventuell in unserem Beurteilen des einen oder anderen Mitmenschen bei uns gar nicht so falsch liegen. Ja, also dem haben wir uns heute ein bisschen gewidmet und nachdem wir jetzt da sicher Neugierde geweckt haben, ja Roman, hau das Partnerschaftsvideo drunter, so als ein Einblick in die Vergangenheit, weil man muss ja das Volk immer wieder daran erinnern, wir gehen ja jetzt bald auf fast 3 Jahre, also im März werden sie jetzt dann 3 Jahre, pandemischen Irrsinn ein, auch wenn inzwischen alles zurückrudert, stehen ja auch Wahlen an. Ne? Und ja, inzwischen haben wir auch fast 12 Monate höchst wirksamer Sanktionen. Also es läuft, ja. Also es ist alles wie immer in bester österreichischer Hand. Wir haben alles im Griff, es ist perfekt und eigentlich muss man gar nicht mehr auf die Straße gehen. Trotzdem werden wir das heute in Ermangelung einer Partnerin und in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja so unglaublich viel Liebe an diesem Tag heute schon im Netz empfangen haben, aufgrund von Kommentaren, heute mal wieder einen kleinen Ausflug nach Hallein machen. Hallein ist nämlich stets eine Fahrt wert. Zum einen ist, man verbrennt da ein bisschen fossile Brennstoffe, ganz im Sinne der Klimakids. Die sind ja gerade in Bali. Die sind ja mit dem Flugzeug nach Bali geflogen. Naja gut, also die noch zu jung sind und nur indoktriniert sind, aber nicht mitfliegen durften nach Bali, weil sie noch zu klein sind, also die immer noch in Salzburg an den Klebern klätseln und so, die können sich dann darüber ärgern, dass der Roman und ich nach Hallein gefahren sind und ja, die können dann sich irgendwo festkleben oder so. Und nachdem Hallein ja die letzten Male, wir werden da in einem eigenen Video darauf eingehen, aber ein bisschen was werden wir da trotzdem heute noch dazu sagen müssen, nachdem Hallein ja in letzter Zeit ein echter Hotspot geworden ist, also früher war es ja so, dass Kuchl das Epizentrum des Wahnsinns war, weil Kuchl war ja einer der österreichischen
Gemeinden oder eine der ersten österreichischen Gemeinden, die ja da abgeriegelt wurde und ja, also wie gesagt, Kuchl, ja, da war der Tod zu Hause. Kein Mauervideo verlinken. Und genau, damit es wieder gescheit lang wird, damit die sie ja wieder sagen können, das ist ja nicht zu lang. Wobei ja, sagen wir es, in letzter Zeit haben deine Videos alle so roundabout an die 100 bis 200 Aufrufe. 100% Steigerung. Ich sag danke an jene, die da sehen, inklusive am John, an jene, die liken und verbreiten und natürlich auch kommentieren. Auch am John, wie gesagt, warum ich das so sehe, habe ich schon erklärt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist keine Reaktion. Insofern ist auch die Reaktion von dem einen oder anderen Deppen durchaus willkommen. Wie gesagt, um aufzuzeigen, dass wir hier im Land der Söhne und Töchter bald ohne Strome sind und dafür Dome und Deppen haben. Ja, jedenfalls, wir werden heute noch Hallein fahren, weil Hallein, wie gesagt, wo einst Kuchl das Epizentrum des Wahnsinns und des Todes war, inzwischen Hallein zu einer Hochburg des Widerstands geworden ist. Man hat da die letzten Spaziergänge durch sehr engagierte Damen, die zufällig Schnee vom Dach gehauen haben, in Form von Bällen. Die haben sie im Flug so gebildet, diese Bälle, Zufall. Sie sind eh alle auf unserer Seite. Gehabt. Gesetz der Anziehung, gell? Wir haben da letzthin auch wieder eine junge Mutter gehabt, also der Darstellung nach eine junge Mutter, die bemerkt hat, dass es ein Wahnsinn ist, dass da um ca. 19 Uhr am Nacht irgendein genehmigter Demozug durch Trommeln Lärm verursacht hat. Da können die Kinder nicht schlafen, die müssen am nächsten Tag in die Schule. Jetzt gebe ich zu, und ich gebe am John dafür Steinvorlage, meine Schulzeit ist schon ein bisschen her, ich gehe langsam aber doch auf die 50 zu. Und in meinem biblischen Alter weiß ich nicht, wann die Schule heute beginnt. Zu meiner Zeit war das so kurz vor 8. Und ich denke mir, dass ein Kind dann so gegen 6 in der Früh aufstehen muss. Das heißt, wenn im idyllischen, friedlichen, ruhigen, vom Virus inzwischen nicht mehr betroffenen Hallein um 19 Uhr getrommelt wird und die Kinder dann von mir aus traumatisiert eine Stunde später oder von mir aus 2 Stunden später erst wieder einschlafen, dass sie dann immer noch ein ziemliches Pensum an Schlaf haben bis 6 in der Früh. Wenn man den Aussagen dieser aufgebrachten Mutter zuhört, dass sie meint, als nächstes würden wir Ausländerheime anziehen. Und wir sind ja alle Nazis und früher sind wir gegen Corona auf die Straße gegangen und jetzt haben wir was anderes. Dann muss ich mal grundsätzlich sagen, sie hat ein paar Dinge nicht verstanden. Also ich zum Beispiel bin nie gegen Corona auf die Straße gegangen. Ich meine, sie haben zwar von diesem mexikanischen Bier die Rezeptur geändert und verkaufen es jetzt in Pfandflaschen, was aufgrund der reingepümpelten Limette, weil die Österreicher alle ein bisschen Gringos sind, blöd ist, weil sich die Fruchtfliegen dann in der Gastro vermehren wie nur sonst was. Aber das ist nur so ein interner Hinweis. Ich habe nie gegen den Virus demonstriert, weil gegen ein Virus zu demonstrieren ist ungefähr genauso gescheit wie eine Bar um 22 Uhr zuzusperren, weil der Virus ja erst nach 22 Uhr so richtig aktiv wird. Also das gegen einen Virus zu demonstrieren, das haben nur die ganz Blöden geglaubt, uns unterstellen zu können. Wir haben gegen die, ich sag jetzt einmal ganz nett, ein bisschen wieder der Logik, wieder dem Hausverstand, wieder aller Sinnhaftigkeit verordneten Maßnahmen unserer x-mal umgebildeten Regierung demonstriert. Wir haben gegen die Aushöhlung unserer Verfassung, gegen die Missachtung von Grund- und Freiheitsrechten, gegen die Spaltung, gegen die wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns, gegen die Traumatisierung von Kindern durch PCR-Tests, Masken und Co. und dergleichen demonstriert. Aber es ist sehr schön, dass sich jetzt plötzlich junge Mütter daran stoßen und sich echauffieren, dass wir sind, die mit, weiß ich nicht, ein bisschen Trommeln, da die Kinder traumatisieren. Also ich habe nicht mitbekommen, warte, ich brauche ein paar Psychopharmaka. Bitte, Psychopharmaka. Ja. Hallo, nicht vergessen, gell? Muss er rutschen.
Ich habe nicht mitbekommen, dass die Jugendpsychiatrien in Österreich eine Triage machen müssten, jetzt aktuell, weil in Steyr oder aktuell in Hallein getrommelt wird. Ich kann mich aber erinnern, dass die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen während des pandemischen Irrsinns nach oben geschnellt sind, wie es die Corona-Zahlen nie konnten. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur wieder meine bildungsferne, rechtsradikale, aluhutragende, wissenschaftsfeindliche, verschwörungstheoretische, ja, schaut euch halt an, was Kogler und Co. da gesagt haben. Am besten, der Roman verlinkt an dieser Stelle gleich dieses lustige Wir haben mitgemacht Video. Da haben wir ein nettes Potpourri von dem, wie unsere menschlichen Volksvertreter gänzlich unspaltend darüber gesprochen haben, wenn eben jemand nicht geimpft war oder eventuell politisch kritische Meinung geäußert hat. Ja? Du hast Menschen zu Menschen zweiter Klasse deklariert. Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betretens des öffentlichen Raumes kontrollieren. Ich meine, das ist dann schon eine Frage, ob man jemanden fesselt und ihm dann die Spritze gibt. Wir werden daher die Züge für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Gut. Gleichzeitig ist aber auch jetzt schon klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird. Die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen. Für jeden Ungeimpften kosten die PCR-Tests, die ja notwendig sind, um bei der Arbeiten gehen zu können, machen wir dafür Kosten. Fuß gesetzt 70 Euro, keine Ahnung, was das tatsächlich kostet. Damit sparen wir die Verwaltungseinsprüche. Wenn dann jemand eben diese PCR-Tests nicht macht, dann hat er in anderen Bereichen so viele Probleme, dass man es tatsächlich macht. Damit brauche ich keine juristischen Einsprüche bearbeiten und. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Was dort vorgeht, wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herumspazieren. Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Die Masse der Menschen, die sich anstecken, sind nicht geimpft. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag, 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es wird sehr konsequent kontrolliert werden und es wird auch sehr konsequent sanktioniert werden. Ab Montag, 15. November, gilt Folgendes. Ausgangsbeschränkungen ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Jedenfalls zumindest an den Kassen der grüne Pass kontrolliert werden muss. Und wer keinen grünen Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen. Die letzten zwei Jahre waren schmerzhaft für viele Menschen. Viele haben gelitten. Und wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen, wie du mit Menschen umgegangen bist. Wir werden nicht vergessen, dass du gefordert hast, diese Menschen auszugliedern, das ist nicht zu verzeihen. Und das werden wir auch nicht vergessen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Karma wird irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, hinter irgendeiner Ecke lauern und dich intensiv daran erinnern, dass du mitgemacht hast.
Und da ist es dann einmal mehr sehr schön, wenn man dann dieser jungen Mutter da um 19 Uhr beiwohnen kann in ihrem aufgebrachten Monolog, den sie da heute über die traumatisierten Kinder. Also wenn ich nicht schon eine hätte, ich würde ihr eine Träne vergießen. Nichtsdestotrotz, uns ist das einmal mehr Ansporn, heute nach Hallein zu fahren und dort mal wieder, wie hat die andere Dame gesagt? Der mit der Rechtsradikalen. Nein, nicht mit der Frisur spoilern, wir werden das hier noch aufarbeiten müssen. Dieses Volk braucht ja immer wieder so ein bisschen. Was ja auf unserer Seite ist, aber. Nein, wie hat sie gesagt? Der aggressive Typ mit dem Megafon. Also, das war ich. Also, laute Stimme und Fakten sind eindeutig aggressiv. Also, für alle, die es noch nicht wussten, das war dann ich. Und vielleicht sollte ich heute ins Megafon reinflüstern. Vielleicht sage ich ja gar nichts, weil sonst kommt wieder irgend so eine selbsternannte, woke, linke, politisch korrekte Mutter aus einem Wohnhaus und das Ganze zieht dann erneut eine Amtshandlung nach sich. Wobei ich ja vorschlagen würde, nachdem wir uns jetzt das Video angeschaut haben, dass du vielleicht den Ausschnitt dieser Amtshandlung wirklich in dieses Video reinschneidest. Weil ich war schon sehr erstaunt, also in Hallein darf man ja inzwischen anders als in Salzburg letzten Sonntag, wo wir ja kurz vorm Ende des Spaziergangs noch durch die Exekutive keine 100 Meter vor dem Ziel angehalten wurden. In Hallein darf man ja inzwischen unbegleitet, also genehmigt, aber nicht polizeilich geführt, somit auch ungeschützt spazieren gehen. Und wenn man dann dort spazieren geht, angemeldet, mit einem Schrieb der dortigen BH, die das so genehmigt hat, inklusive Trommel. Und dann kommt eine verwirrte junge Mutter, die um 19 Uhr für die psychische Unversehrtheit ihrer Kinder kämpft. Bin mir nicht sicher, ob sie mit demselben Ausmaß für die körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder gekämpft hat. Ihr wisst schon, Nasenbohren, Rachenbohren, irgendwelche Injektionen so ganz plötzlich und unerwartet. Jedenfalls also, wenn diese Mutter da quasi dann sich echauffiert und die zu Rate gezogene bzw. zur Unterstützung ohnehin unweit entfernte Polizei aus ihrem Wachzimmer vom Café wegholt und die Polizistin dann erklärt vor laufender Kamera, ja, sie können da gern eine Beschwerde oder eine Anzeige machen wegen Lärmbelästigung, dann frage ich mich schon, für was man eigentlich so eine Versammlung, so eine Veranstaltung, so eine Demonstration, so eine Kundgebung überhaupt anmeldet. Hier muss ich mal etwas zufügen. Diese Demonstration wurde um 21 Uhr von der sogenannten Linken oder auch sogenannten Antifa mit extrem lauter Disco-Musik am Alten Markt in Salzburg veranstaltet. Das war eine Zeit, wo es noch keine Kinder auf Erden gab, auf die man Rücksicht nehmen musste. Wohlgemerkt aber um diese Uhrzeit die Lockdown-Regelung am Abend galt. Wohl aber nur für uns Demonstranten der Covid-Maßnahmenkritiker. Sehr aufschlussreich ist dieses Video, wo zu sehen ist, dass da auch die Polizei im Umgang mit beiden Parteien sehr unterschiedlich hart oder smart umgeht. Dort ist aggressives Rumpöbeln an friedlichen Passanten erlaubt. Und wer sich nicht anpöbeln lassen will, wird von seitens der Polizei mit einer Anzeige gedroht. Hier auf dieser Demonstration, wo dieselben eine Demonstration veranstaltet hatten, um mich und meine Mitstreiter als Nazis, ja und sogar als Schlägertypen zu diffamieren, kann man sehen, dass ich eine Anzeige von 110 Euro bekommen hatte. Als ich mich diesen rufschädigenden Anschuldigungen erwehren wollte. Zu Anfangs, wo ich noch still mitfilme, mir der Mittelfinger entgegengestreckt wurde. Hätte dies jemand auf unseren Demonstrationen gemacht, ja sogar Pressemitarbeiter der Krone angespuckt haben hätten sollen, hätte es von seitens der Polizei auch Anzeigen geregnet. Was schon probiert wurde, aber nicht durchging, da wir so etwas nie getan hatten und ich mit meinen Videoaufnahmen beweisen konnte. Okay,
Und nun zurück zu den Gedanken von Elvis. Und die Polizistin dann erklärt vor laufender Kamera, ja, Sie können da gern eine Beschwerde oder eine Anzeige machen wegen Lärmbelästigung. Dann frage ich mich schon, für was man eigentlich so eine Versammlung, so eine Veranstaltung, so eine Demonstration, so eine Kundgebung überhaupt anmeldet. Ja, vor allem, bis die mal kommen, dann hat ja Zeit gebraucht und dann nicht einmal die Beschwerdeführer wie den Sepp. Das mit dem zum Tatort kommen, das ist so ein allgemeines Problem. Ja, der als erstes kommt, muss schreiben, das möchte man nicht. Naja, da gibt es verschiedene Gründe. Also wie gesagt, darauf werden wir vielleicht auch zu geneigter Zeit einmal eingehen. Aber Tatsache ist, da findet eine genehmigte Kundgebung inklusive Durchsagen und Trommeln statt, weil das muss ja angegeben werden in diesem Formular, was man da noch so macht. Ne? Und dann findet die statt und dann erklärt die Polizistin mit stolz geschwellter Brust in ihrer Uniform, ja, Sie können da gerne Anzeige machen. Mir darf dann dieselbe Dame bei Zeiten, falls wir die einmal wieder treffen, gerne erklären, für was man es dann anmeldet. Weil wenn ich unangemeldet mit einer Trommel durch Hallen gehe, kriege ich auch eine Anzeige. Habe auch keinen Begleitschutz, also vielleicht sollte man in Zukunft solche Aktionen gar nicht mehr anmelden. Aber das ist jetzt natürlich nur wieder mein selbstbestimmtes, souveränes. Ich bin, wie gesagt, fast 50, ich bin schon groß, ich muss niemanden fragen, ob ich mit meinen Freunden zum Spielen auf die Straße darf. Denken, und das wollen wir natürlich so nicht machen, ich weiß, 48 Stunden vorher Bescheid sagen, wer man ist, wie viel man ist und was man denn machen möchte, ist ganz wichtig. Und auch die Schrittgeschwindigkeit eventuell vorher noch genehmigen lassen. Scheiß auf die Spontanität. Ja, gut. Spontan, das haben wir, glaube ich, mit unseren Videos vom, weiß ich nicht, letzten Sonntag, also nicht jetzt den gewesenen, sondern den davor, den 5. Februar, ganz gut gezeigt, so richtig spontan ist der Österreicher eh nicht. Wenn ich mir anschaue, wie unglaublich brachial der Österreicher auf die Geschehnisse der letzten 35 Monate reagiert hat, dass es ihm wurscht ist, wenn man jetzt da bei Raiffeisen österreichisches Kapital festsetzt und Krieg damit finanziert, wenn ihm wurscht ist, dass sein Steuergeld für 104 PR-Berater indirekt für den Ankauf von Waffen in einem neutralen Land verbraucht wird, wenn ihm wurscht ist, dass der schweigende Präsident nach Kiew fliegt als Verständnis seines Neutralitätsempfindens und so weiter, dann ist diesem Land eh nicht mehr zu helfen. Ich weiß, das wird jetzt bei vielen wieder negativ aufstoßen und sagen, wir können es ja gleich bleiben lassen. Ja, theoretisch können wir das auch, weil wer jetzt noch nicht vorgesorgt hat und sich den Klappstuhl gekauft hat, um diesem verbenedeiten Land beim Untergehen zuzuschauen, der hat es eh nicht verstanden. Wie gesagt, das Schlimme ist, obwohl ich aktuell ja noch nicht einmal unbedingt Alkohol trinke, weil das überlasse ich den Sicherheitsfachkräften rund um den Haushalt Nehammer, muss ich ja schon gestehen, ich hätte mich ja dann schon auf den Klappstuhl gesetzt und hätte, weil es so schön zum Thema passt, Nomen est Omen, die Corona-Box daneben gestellt. Aber nachdem man da die Rezeptur geändert hat und das inzwischen Pfandflossen werden, ich bin mir nicht sicher, ob die letzte Generation, Schrägstrich der Untergang, jetzt dann dazu führt, dass ich danach noch meine Pfandflaschen zurückgeben kann. Vielleicht mache ich es politisch doch wieder angepasst und nimm kein Corona mit, sondern ich nehme dann einfach ein paar Flaschen Stolichnaya Wodka. Das ist russischer Wodka. Oder, nachdem ich ja von dir auch noch eine Flasche habe, ein Russian Standard mit. In diesem Sinne, Corona ist vorbei. Wir sind jetzt dann beim Wodka. Ja, jedenfalls, also das ist der Grund, warum wir hier gerade sitzen und uns Psychopharmaka hingeben und so. Der Roman wird dann das nächste Mal einen Einstieg machen, wenn wir dann in Hallein sind oder wenn auf der Fahrt noch irgendwas Spannendes passiert. Unbedingt. In diesem Land weiß man ja nie, was nicht um die nächste Straßenecke wartet. Jedenfalls jetzt aktuell werde ich immer da mal die letzten Tabs einwerfen und dann werden wir uns nach Hallein auf den Weg machen, weil wie gesagt, Hallein ist immer ein Quell des Wahnsinns und ein Quell der Freude, weil es da so lustig ist. Ein Ort der Begegnung. Ja, genau. Genau, jetzt haben wir nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um nach Hallein zu kommen. Müssen wir es dann eh sputen. Somit steigen wir dann ein, wie der Elvis gesagt hat.
entweder spannend wird. Also mitmachen einen Cut. Wir machen einen Cut. Cut. Da wohnen Haufen Kinder drin, ja? Es ist völlig egal. Die haben alle morgen einen Schultag oder einen Kindergarten. Was, wenn die Rettung vorbeifährt? Geht das nicht, wenn ich mit Folge Das ist auch was anderes, Genau, weil ihr lauft schon seit Wochen, es ist ja noch nicht mal mehr. Das ist alles vorbei. Genau, weil ihr keinen Sinn mehr habt. Sie müssen ja wissen, dass jetzt eure Kinder nicht spritzen wollen. Genau. Die geben jetzt zu, dass sie Fehler gemacht haben. Und das glaubt ihr, was wir machen, wir sind jetzt da für eure Kinder, sind wir genau da, dass das nicht weitergeht. Na, Gott sei Dank, und jetzt hast du selber Krise. Kinder. Jetzt sind wir für den Frieden da. Kinder, dass du darüber reden jetzt sind wir über den Frieden, wir sind die ganze Kinder Erde, sind die Kinder da. Du hast ja nicht sinnlos mit der Dame. Aber macht dir das gar nichts aus, dass jetzt Krieg ist? Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder und dann habe ich kein Mitgefühl für Kinder. Deswegen wenn ich keine Kinder habe, habe ich kein Mitgefühl für Kinder. Weil wenn du Kinder bitte? Hättest, würdest du die Kacke hier lassen und würdest drauf achten. Überleg doch mal, was man dort tun kann. Ende. Bitte, Ende. Ja, Ende. Keine Diskussion mehr, bitte. Jetzt geht er wegen dem Krieg auf Ruhe. Das geht sich jetzt überhaupt nicht an. Wir haben eine Genehmigung. Auf Wiedersehen. Ich war's. Du bist für Kriegspunkt, du bist für Krieg. Alles okay. Meine Herrschaften. Lass uns demonstrieren. Das ist eine angemeldete Demonstration. Wir können hier gehen, okay? Du brauchst mich nicht anfassen. Ich habe gar nicht mehr. Dann geh. Lass es so einfach gehen. Ja, So, mein Lieben. Haben wir doch schon alles, das machen wir alles. Uns haben sie niedergeknüppelt, die Polizisten, ja, genau. Genau, nein. Dann geh doch rauf zu deinen Kindern und pass auf, was tust du bei deinen Kindern? Geh doch jetzt rauf zu deinen Kindern. Es tut mir leid, dass wir eine Familie. Und wir sind jetzt schon längst, wir wären schon längst fertig, wenn du uns da nicht aufhalten würdest. Auch drauf schauen kann. Es ist nicht so, dass wir hier im 19. Jahrhundert leben, wo nur Frauen auf die Kinder schauen. Das können auch Männer machen oder andere Partner. Überleg dir mal genau, was abgeht auf dieser Welt. Überleg jetzt 105 Millionen Euro für Panzerlieferungen. Kinder sterben, weil sie nichts zum Fressen haben. Und wir haben nichts anderes. Das ist wie Krieg im Kopf. Und genau, bist du gehst mit genau, mit den Sanktionen. Und wisst ihr was? Ich arbeite im Einzelhandel. Was glaubst du, wie viel Essen wir wegschmeißen? Wenn wir alt sind, wie viele Leute sind da gestorben, weil wir sie nicht besuchen hat dürfen? Wie viele sind da gestorben, wo die Maske, wo das Verbot war? Wie viele sind gestorben? Das sage ich auch nicht. Wie viele sind gestorben? Das weiß ich doch nicht. Das war, aber es sind schon Leute gestorben. Oh. Und die haben die Verwandten nicht sehen dürfen, weil man sie eingesperrt hat. Super. Super, ja. Geh zu ihnen oder geh du die Regierung und zeig uns an. Wir sind nämlich genau gegen das da. Gegen diese Leute, wo diese Verbrechen machen. Ja, haben wir doch gar nicht mehr. Gut. Valentinus, bitte Ende. So, kommt lieber rüber. Wir sind Nazis für dich, wir wissen das. Vielleicht bin ich ja Österreicher. Ende. Ende. So, meine... Meine Herrschaften, ich darf euch heute noch, wenn ich kein Mikrofon habe und kein Megafon habe, darf ich euch etwas anderes mitteilen.
Und zwar darf ich euch mitteilen von einem Friedensforscher. Isabel, bitte willst du mir zuhören? So, also. Ende, und ich möchte meine Durchsage fertig bringen. Ja, ich kann auch was sagen. So, liebe Leute, ich darf euch heute noch, wenn ich kein Megafon habe, zitiere ein Zitat von einem Friedensforscher, von Dr. Daniele Ganser, mitteilen. Dein Benehmen ist echt. Und hört so bitte jetzt zu. Wenn ihr die ganze Kriegs- und Corona-Propaganda blind aufnehmt, dann hasst ihr Menschen, die ihr gar nicht kennen. Du hast Pause. Die ihr gar nicht kennt. Sie wollen einen Vortrag vorhören. Das ist ein Vortrag. Du checkst du es nicht. Und seid zu benehmen, Fräulein. Werden dich zu benehmen. Warum denn? Das Pause. Ja, weiß ich nicht, warum. Dich habe ich schon öfter irgendwo besoffen gesehen, an Spielplätzen. Ja, und lass ihn doch. An Kirchen und so. Ja, ist nicht besser. Das ist deine Privatzone. Was ist von mir? Das ist ja schon Das ist eine angemeldete Veranstaltung, ist eine angemeldete Demo. Und noch einmal, wenn das dir nicht passt, dann musst du das jetzt einfach die 5 Minuten einfach hinnehmen, genauso wie jeder. Und eine Demonstration bedeutet, man macht auf sich aufmerksam, und das bedeutet, man trommelt und man macht Vorträge. Das bedeutet eine Demonstration. Verstehen Sie? Sie müssen das jetzt genauso wie alle anderen. Verstehen Sie das? Das ist ein öffentlicher Platz. Wir haben das Recht, hier das zu sprechen. Ich kann doch aber genauso mit euch diskutieren. Das kannst du nicht. Diskutierst du nicht. Du tust ja an. Du gehst her und sagst privat, der ist zu hoch, dieser Frechheit. War mit Trump-Hasser, war mit ihm? Ja, wahnsinnig. Ja. Trump, Jetzt wären wir auf jeden Fall schon längst wieder weg, aber jetzt ist das Ganze unnötig in die Länge gezogen worden. Wir werden das nächste Mal wieder da sein. Bist du unser Mutter? Um die Zeit werden wir wieder da sein. Dann schaffen Sie da, was wir zu tun haben. Da mal googeln, Demonstrationsrecht, googelt einmal. Ja, ist das schön. Aber ich darf genauso diskutieren und hier stehen. Nein, du kannst uns nicht unterbrechen. Wenn jemand einen Vortrag, kannst du nicht unterbrechen. Das ist eine Schweraktion, was du gemacht hast. Es gibt auch sehr viele, wo das gar nicht stört. Denen ist das ganz recht. Das letzte Mal stand es stört sie. Sie gehören zu den 70%, wo für den Krieg stimmen. Ganz offensichtlich. Sagen Sie, sind Sie gegen den Krieg? Sind Sie gegen den Krieg? Also gut.
Sind Sie für die Sanktionen gegen Russland? Was? Ich bin für den Krieg. Sind Sie für die Sanktionen gegen Russland? Er hat ja gefragt. Ja. Ich frage Sie. Ich habe gesagt, ich bin nicht für den Krieg. Ja. Ja, dann kommen Sie zu uns, dann gehen Sie mit uns mit. Dann gehen Sie mit uns mit. Denn nächstes Mal schauen Sie, dass Ihr Mann die Kinder nimmt, dann gehen Sie mit uns mit. Ach so? Ja, das sollten Sie tun. Kommen Sie daher, gehen Sie mit. Und was macht ihr denn nächste Woche? Nächste Woche geht er gegen das Flüchtlingsheim. Wir sind seit 2,5 Jahren da. Das kann leicht sein, ja. Ja, ja, wir sind ja Nazis. Doch, das hast du. Wir sind sogar gegen die Maßnahmen. Nein, du hast diese Schablone. Ihr seid seit 2 Jahren nicht da. Nur Corona, Corona. Und jetzt auf einmal ist Corona vorbei. Ist nicht vorbei. Ist nicht vorbei. Schloss mit euch. Schloss den ganzen Tag, oder? So mit der Welt, die wir jetzt der Schwan sich von 10 Jahren zu einem Flügel. Ich dachte, die Streife kommt. Ah, okay. Ja. Sorry. Meine Sache nicht zerstören. Ja. Es ist unser Recht, dass wir so demonstrieren. Wir dürfen die Nazi nennen und nicht. Mit den Kindern, wo schon Ball spielen. Doch, bitte schön. Ja, wer denn? Kennst du den persönlich, dass du noch reinstürmst? Ja. Ja, natürlich, bitte. Ja, wir gehen für den Frieden, für die Neutralität und das lassen wir uns nicht nehmen. Genau, und nächste nicht, Woche, auch nicht von Ihnen. Und nächste Woche heißt es dann, oh, vielleicht, oh, jetzt ist das vorbei. Jetzt wohnen Sie da in der Nähe? Ja, natürlich wohnen Sie in der Nähe. Und es geht mir auf den Sack, weil mein Kind hat morgen für Schule, ja? Und die wird jedes Mal wach. Und das hat man schon vor einer gewissen Zeit. Da ist mein Nachbar und hat gesagt, jetzt geht es hier oben einmal. Und dann wird sogar noch lauter informiert. Noch mal, machen Sie bitte eine Anzeige bei der BH. Legen Sie sich dort auf, aber stören Sie die Demonstration nicht. Ja, und dann darf man nicht dazugehen. Wieso haben Sie kein Verständnis? Wir sind nicht einmal 5 Minuten da. Und wir gehen für eine gute Sache daher. Wir haben momentan Krieg, es wird Geld, 105 Millionen von Österreich an Panzerlieferungen. Wir sind ein neutrales Land. Wir finanzieren den Krieg mit und den Leuten geht es schlecht. Sie machen jetzt so lange da schon Radau. Wir wären schon längst weitergegangen. Und noch einmal, wir haben das Demonstrationsrecht und dürfen wir das machen. Verstehen Sie das nicht? Ich bin ja dafür verantwortlich. Genau, aber wenn die Polizei die ganze Zeit mit euch mitgegangen ist, das war natürlich nicht rausgeschmissen. Jetzt kommen wir mal auf keinen grünen Zweig. Wenn Sie eine Anzeige machen wollen wegen Lärmerregung, können Sie uns einstellen, wenn das machbar ist. Sie sind der Verantwortliche, dann schreibe ich Ihnen die Daten auf und Sie gehen mit rein, wenn Sie das wollen. Okay. Also Sie hat uns beleidigt als Nazis, also genau. Das schauen Sie, was jetzt ist. Muss jetzt das sein? Ist das jetzt unbedingt notwendig? Wir werden sagen, dass Sie uns als Nazis beschimpft haben. Sie kriegen Probleme. Ich glaube, wir kriegen keine großen Probleme. Weil das ist eine angemeldete Demonstration. Bringt das? Wollen Sie das jetzt? Ihr könnt doch einfach auch aufhören zu trommeln und so gehen. Die Trommeln gehören dazu. Wie das ist, bringst du das jetzt? Das musst du uns vorschreiben, wie eine Demo ist. Ist ein Wahnsinn. Eine Demo ist laut, merkt ihr das? Okay. Demonstrationsrecht wurde hart erkämpft. Ja, ich bin auch gern auf Demos gegangen, ja. Aber wenn euch das ja so wichtig ist, dann kümmert euch doch mal lieber um die Pflegekräfte. Um das Was war denn jetzt nochmals während der Pandemie? Die alten Leute haben die Verwandten nicht mehr besuchen dürfen. Wie war das? Valentinos, bitte. Das reicht. Ja, aber uns Vorwürfe machen. Ja, soll sie eine Anzeige machen gegen uns? Ja, dann schreibe ich mir gerne die Daten auf, weil. Wir werden schon längst weg. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Eine dicke Luftwurst. Wahnsinn. Das ganze Theater für nichts. Geboren sind Sie wann? 23.
dazu, nachdem der Ruhe ist, ich gehe hoffentlich nicht. Darf ich also jetzt den Stadtplan mit Dr. Daniel Ganser vorlesen? Leicht abgeändert. Wenn ihr diese ganzen Kriegs- und Corona-Propaganda blind aufnehmt, dann hasst ihr Menschen, die ihr gar nicht kennt. Wie das und seid ihr Schmiede und C-Maßnahmen, die ihr nicht bestehen, die ihr nicht versteht. Das ist ein trauriger Zustand. Es wäre besser, wenn wir uns daran erinnern, dass jeder Mensch zur Menschenfamilie gehört. Soweit der Friedensforscher Daniele Ganser. Und das wäre eigentlich so das, was also dazu gesagt werden sollte für die Leute, die uns ständig ihren Hass entgegenschicken und glauben, sie müssen damit etwas Gutes tun und nicht erkennen, dass sie auf der falschen Spur sind. So, dann immer weiter. Bis zum nächsten Dienstag sind wir wieder da. Sind wir wieder da? Und er verkleidet aber, können wir schicken.